Hey Leute, wenn er gerade weg ist, ich habe etwas. Bleibt schnell da, gell? Nicht weggehen. So, hey, ich habe eine Hammer-Nummer. Oder? Das ist meine Lieblingsnummer. Die kommt immer super. Die machen wir jetzt gerade, wenn wir so ein bisschen Zeit haben. Es geht um die neueste Generation von SBB-Ticketautomaten. Ja, das sind die sogenannten sprechenden Ticketautomaten. Das ist wirklich eine Nummer, da geht immer die Post ab. Da können Sie sich richtig freuen. Das ist was? Die anderen Nummern machen, nicht die. Was andere? Kommt nicht die dran. Du musst weg mit du, was latschst du da auf die Bühne an? Geht's noch? Geh ein bisschen raus gehen, laufen oder nimmst Stegenhausfürchte auf, aber geh. Machen jetzt nicht die Nummern. Was ist mit dieser Nummer? Die ist gestrichen, die haben wir. Wieso ist die gestrichen? Weil sie eine Scheissnummer ist. Wieso ist das eine Scheissnummer? Weil sie du geschrieben hast. Wissen Sie, wieso tut er so hure blöd? Er muss eben immer den Automat spielen, ist ein bisschen scheisse, gell? Ich bin der Chef, du spielst die Nummer. Bitte, ab, husch ins Körbli. Bestehst du drauf? Ich bestehe drauf, ich Chef, okay. Bitte. Also, dann spiele ich die Nummer. Das freut uns doch. Freuen Sie sich drauf? Du wirst den Tag verfluchen, wo du die Nummer geschrieben hast. Ja, ja, ist gut, jetzt komm, hopp. Also. Ich schwöre dir, du bringst keinen Garagentor mehr auf. Ja, es langt jetzt mit der... Es gibt auf der ganzen Welt nicht so viel WD-40, wo du jetzt brauchst. Jetzt kannst du nicht. Ich mach dich diesen Weg fertig, ja, ja, Alter, ja, ja. Du. Ich sag dir. Sie ihn einfach nicht beachten. Das ist eine kleine Welt verrückt. Also, freuen Sie sich, lehnen Sie sich hinterher, relax. Herzlich willkommen beim sprechenden Billettautomat. Nur schon, wie die Nummern anfangen. Ach komm, jetzt wissen Sie... Wo darf die Reise hingehen? Ist ja logisch. Zürich. Ihre Angaben sind ungenau. Präzisieren Sie. Zürich-Tiefenbrunnen. Zürich-Stadelhofen. Zürich-Letten. Ich habe es kapiert. Zürich-Hart. Ist gut. Zürich-Weich. Ich habe es kapiert. Zürich-Birrenweich. Zürich-Altstädte. Zürich-Örlichen. Ja, ist gut. Altstädten. Sie haben gewählt Altstädten. Im Rheintal. Nein, nicht... Nicht im Rheintal. Sie haben bestätigt Rheintal. Nein. Fahren Sie fort oder wählen Sie neu? Also, Zürich-Altstädten. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Wir haben noch nie müssen an einem Ticketautomat das Passwort eingeben, gell? Haben wir jetzt spontan dazu entschieden? Spielen einen modernen Kasten. Ja, ist gut jetzt. Bitte geben Sie Ihr Passwort ein. Ja. Dieses Passwort ist zu kurz. Das ist ein Schießkasten. Dieses Passwort wird bereits verwendet. Bitte wählen Sie Ihren Sitzplatz. Es ist mir scheißegal, wo ich hocke. Gell? Aber den anderen im Zug nicht. Bitte wählen Sie Ihre Zahlungsart. Bitte? Das Zahlungsmittel zahlen Sie in Bar oder mit Kreditkarte? Ja, Bar. Sie haben gewählt Bar. Neuer Zielort Bar, Kanton Zug. Bitte. Bitte wählen Sie Ihre Sprache. Ja, Zunummer muss auch noch haben. Diese Sprache wurde nicht erkannt. Und bleiben Sie anständig, sonst laufst du. Wählen Sie Ihre Sprache. Ja, Deutsch. Präzisieren Sie, Schweizerdeutsch oder Deutschdeutsch? Sieh noch mal. Schweizerdeutsch. Bitte wählen Sie Ihren Dialekt. Zürichdeutsch. Für diesen Dialekt benötigen wir einen Strafregisterauszug. Hört doch auf. Entschuldigung, sehe ich aus wie ein Gangster. Ja, und sehe ich aus wie so ein Doppelautomat. Ja. Find, lachst du sehr wenig, schaffst du bei der SBB. Geben Sie zum Abschließen des Vorgangs noch Ihr Geburtsdatum ein. So ein Scheissdreck Geburtsdatum. Okay. Nicht das Verfallsdatum, ja, das Geburtsdatum. Stimmen diese Angaben? Ja, natürlich stimmen. Ja, hundertprozentig. Ja, sie stimmen. In dem Moment
Bitte wenden Sie sich an unser Personal für betreutes Reisen im Alter. Bitte. Lele, kannst du das Zeichen nehmen, du. Scheissdreck. Meine Nummer wäre lustig gewesen. Ja, Scheissdreck. Ja, Bankomaten-Nummer, ja. Sensationell lustig. Das wäre auch mal gut gewesen. Ja, ja, warum jetzt das Zeichen? Ja, ja. Hey, hör mal auf mit dem... Hey, hat er eine Bankomatnummer machen? So ein Seich beim Ruf der Banken heutzutage. Oder? Mega geile Nummer, sage ich Ihnen. Neues System, kein Kärtchen mehr. Man kommt Gesichtserkennung an, dann macht es bip-bip-bip-bip, Iris abscannen und dann kommt der Kohle raus. Funktioniert nie. Richtig, bei deinem Grind nicht. Systemabsturz. Systemabsturz. Das ist doch ein Blödsinn. Nächster Bankomat am Flughafen. Funktioniert doch nie, der Grind anheben, das Geld kommt raus. Er ist so fanatisiert auf die Nummer, das gibt's gar nicht. Dann hat er gesagt, habe ich noch einen riesen Schluss gegeben. Dann gibt's einen Skandal mit dem Bankomat mit Gesichtserkennung. Nicht Christa Rigozzi plündert ungeschminkt das Konto von der Wippen Schlumpf. Bist du gut? Ja. Ja. Nein. Nein, ehrlich. Ja. Cool. Überhaupt, läuten Sie heute mal an einer Telekommunikationsbude an. Jetzt machst du nur noch mit den Automaten, bitte? Machst du die Nummer jetzt auch noch? Ja, ich muss noch mal den Automat spielen, scheiße. Also, heute bleibt mir nichts erspart. Und läuten Sie mal an einer Telekommini... Was ist jetzt? Jetzt muss ich einen Telefonautomat spielen, oder? So eine Beantwortungsmaschine. Ja, und für da. Das musst du am Boden. Ja, hast du einen daheim, der 1,86 ist? Ach, komm! Bitte. Also, läutest... Wenn das so weitergeht mit dieser Automatisierung, gell, sehe ich mich schon in naher Zukunft. Oder? Leute vom Büro heim zu der Frau an, will wissen, was wir heute Abend unternehmen. Hallo? Ja. Ich spreche lustigen Telefonautomat von Familie Schutte. Ja. Du wolltest sprechen mit Herr Schutte? Welle 1. Ja. Wolltest sprechen mit Frau Schutte? Welle 2. Wolle sprechen mit Hund von Familie Schutte? Sage Wuff. Ach komm, hör. Das 2. Habe gewählt, Frau von Herr Schutte. Information. Wolle essen heute Abend zu Hause? Wähle 1. Wolle essen schöne Restaurant? Wähle 2. Wolle habe Sex heute Abend? Wähle 3. Gut, das müsst ihr jetzt nicht alle wissen. Habe gewählt 3. Ja, kann ich. Ja, hallo. Information von Frau Sutter. Wenn ich wolle essen, erst ins schöne Restaurant, dann Service Nummer 3 für nächste Tage außer Betrieb.